Solidarität und Respekt. Unverzichtbar in diesen Zeiten. Auch der Verein Zentrum behauptet gerne, sie seien mit Respekt für alle da. Das sehen Kolleginnen und Kollegen anders. Ein Beispiel 2018 vor dem Daimlerwerk in Stuttgart. Du verteidigst Menschen, die posten, wie baue ich einen Muslim? Dann wird ein Kopf abgeschnitten, Gehirn raus, Scheiße. Hey! Jawohl! Ebenfalls gibt sich Zentrum gerne neutral und unabhängig. Doch vertritt in Wahrheit die Interessen rechter Netzwerke. Eine besonders enge Beziehung pflegt Zentrum zum AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, der dem faschistischen Flügel nahesteht. Und wir alle wissen, wie nah uns seit Jahren, und das nicht nur in Baden-Württemberg, die Gewerkschaft Zentrum Automobil steht. Eine offene Zusammenarbeit ist aber mittlerweile sogar in der AfD untersagt. Seit dem Oktober 2021 gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei mit Zentrum. In einem 91-seitigen internen Schreiben heißt es: Nahezu der komplette Vorstand des Zentrum Automobil e.V. besteht aus Personen, die sich in der Vergangenheit rechtsextremistisch oder neonazistisch betätigt haben sollen. Im selben Dokument aufgeführt eine Kundgebung im Mai 2021. Zu den Teilnehmenden gehörten neben dem Zentrum auch Mitglieder der AfD, NPD, der faschistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg und der Identitären Bewegung. Gemeinsam in Aktion mit Faschisten? Kein Einzelfall. Hier Oliver Hilburger bei einer Konferenz 2017 mit Pegida-Chef Lutz Bachmann, Kopf der Identitären Bewegung in Österreich Martin Sellner und dem Faschisten Björn Höcke. Nicht jedes Mitglied bei Zentrum ist überzeugter Neonazi. Anders die führenden Köpfe und Strategen. Sie zu unterstützen, heißt auch, rechte Netzwerke zu stärken, die bis tief in die militante Neonazi-Szene reichen. Im Interesse der Belegschaft und eines respektvollen Miteinanders ist das mit Sicherheit nicht.